So, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir sind bei der Folge 513 und heute ist die DVR Remote App rausgekommen für den LSP 5 von OM System. Ja, die App bringt jetzt natürlich noch nicht viel, weil jetzt kann man ja noch nicht viel mit der App machen. Moment, ich werde mein Gerät mal wieder ans T-Shirt hängen. Bin gleich wieder ohne Rappeln für euch da. So, das wäre geschafft. Das Gerät hängt. Ja, eine sehr schöne Nachricht, muss ich sagen. Also ich habe ja nun echt schon gedacht, Mensch, hoffentlich kommt diese Woche oder passiert irgendwas noch. Und ja, jetzt geht's langsam voran. Also die App ist schon mal da. Ich habe die App auch auf meinem iPhone schon installiert, obwohl ich das Gerät noch gar nicht habe. Aber ja, ich werde euch gleich mal die App öffnen. Erstmal mache ich mir einen Kaffee, dann werde ich mir die App mal öffnen und dann, ja, können wir ja mal gemeinsam reinhören, ja, wie gesagt, was da so passiert, nicht viel, also man wird nur aufgefordert zu suchen, das Gerät zu suchen und dann findet er natürlich kein Gerät, was natürlich logisch ist, weil ich noch kein LSP 5 habe. Aber die App ist auf Deutsch und auch die Beschreibung der App ist auf Deutsch. Und ja, man kann den LSP 5 steuern damit und da bin ich echt schon gespannt, wie das alles so wird. Ja, ich finde es schön, dass die App da ist. Jetzt gehen wir aber erstmal aufs Klo. Wir machen alles in Ruhe, denn es soll ja alles im Stil von Podcast von Sven Heidenreich sein. Ja. Ja, also es wird wirklich ein schöner Monat, ja, der neue Rekorder kommt raus, iOS 16 kommt raus, ja, ich freue mich auch schon auf die Eloquenz auf meinem iPhone, also wirklich, der September bietet mal wieder wirklich schön viel, so dass man sich wirklich mal ein bisschen damit beschäftigen kann. Ja, den LSP 4 oder LSP 2 kann man damit leider nicht steuern, oder man muss ja sagen, noch nicht, vielleicht macht das ja OM-System ja noch, dass man die alten Rekorder irgendwie damit steuern kann. Ich, ja, ob sie es machen, weiß ich nicht. Schön wäre es ja. Wäre ja schade, wenn man jetzt wirklich nur den LSP 5 damit steuern könnte. Aber gut, das wäre ja auch die Strategie von OM-System. Ne? Ich meine, man soll sich ja auch den neuen Rekorder kaufen. so sehen sie das natürlich. Ja, aber wenn das wirklich so mit der App auch wirklich klappt und die App auch wirklich gut zu bedienen ist, also auch dann ja, steht dem allem nichts mehr im Weg und man kann die Dateien in der App auch umbenennen und so eine Geschichten. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist wirklich smart und smart Aufnahme pur. Ja, und wenn man die Aufnahmen, hoffe ich, noch auf sein iPhone irgendwie kriegt. Ja, also das, ja, besser kann es gar nicht laufen. Ja, man braucht kein Kabel mehr. Ja, außer um ihn natürlich aufzuladen. Aber ansonsten, das wäre wirklich ja, ein Riesenschritt und würde mich echt sehr, sehr freuen. Ja, also wirklich. Ja, wir kommen so langsam. Ja, alles wird smarter. Genau. Gut. Ja, ich war auf Klo. Ja. Folge 513, wie gesagt, und es geht hauptsächlich wieder um den LSP 5 und um die Remote-App, wobei wir natürlich auch ein bisschen Smalltalk zwischendurch machen, also es wird keine Technikfolge. Natürlich mit sehr viel Technik, aber naja, ihr wisst schon, wie ich das mache. Ich versuche es ja immer so zu machen, dass ihr irgendwie auch noch das Übliche hört, aber ich überlege gerade, ob ich nicht doch lieber ein Mineralwasser trinke statt einen Kaffee. Wäre eigentlich ein bisschen klüger. Denn wir haben es ja jetzt schon, ja, wie spät haben wir es denn? Nee, das wollte ich jetzt nicht wissen. 22 Uhr. Ja, wir haben es ja schon 22 Uhr, also insofern werde ich mir doch lieber ein Mineralwasser einschenken. Ja gut, ich habe ja Urlaub, aber trotzdem wäre es mir ganz lieb, jetzt lieber ein Wasser zu trinken. Ja, ich meine, erstens brauche ich Flüssigkeit und zweitens, ja, kann es nicht schaden, ein Wasser zu trinken.
Wir öffnen jetzt hier. Ja, ja. So. Wir haben hier jetzt eine Flasche offen aufgemacht. Ihr hört das Wasser mit Kohlensäure. Genau. Ja. Na gut. Ja, wir trinken jetzt auf die DVR Remote App für den LSP 5. Ja, suchen wir sie doch mal im App Store. 22:02. Ein bisschen lauter bitte. Montag, 22:02. Montag, 5. September. Taschendienstprogramme Ordner, 5 Apps. Ja, ich hoffe, ihr könnt das Handy gut hören. Dienst, Mitteilungen, Ordner, 2 Apps, 5 neue Objekte. Ja, gut. Port Google, also Apple Ordner. Gut, also wir gehen mal in den App Store. Apple, Überschrift App Store, Safka, Musik, App Store. App Store, heute, Montag, 5 TAP Live. Suchen, Tab, Auswahl, Suchen, Auswahl, Suchen, Tab, Auswahl, Suchen, Auswahl, Suchen, Tab, Auswahl, Arcade, Tab, Apps, Tab. Ach so. Ich muss natürlich das Feld erstmal antippen. So. Bearbeiten, suchen, grau dargestellt, diktieren, Taste. DVR Remote. Suchfeld, Text, Suchfeld, bearbeiten, DVR, Remote, Zeichenmodus, einfügen. Hat er auch genommen. Diktieren, Taste, Leerzeichen, suchen. Suchen wir mal. DVR, Remote, Suchtext, abbrechen, DVR, Remote, Wirtschaft, Taste. Genau. Da haben wir sie schon. Öffnen. Ich habe die ja schon drauf. DVR. Gut, gehen wir mal auf diese App rauf und schauen uns mal die Beschreibung an. DVR. Remote. Bild. DVR. Remote. Überschrift. Machen wir ein bisschen langsamer. Sprache. Audio-Datöne. 1. Sprechtempo. Wörter. Sprechtempo. 50%. Genau, dass wir einfach mal ein bisschen besser das verstehen. Ne? OM Digital Solutions Corporation. Taste. Öffnen. Taste. Ja. Teilen. Taste. Hier kann man sie teilen. Alter. 4 plus. Kategorie, Coverbild, Wirtschaft, Tab, Entwickler, Coverbild, OM Digital Solutions, Sprache, DE, plus 12 weit, Größe, 7 und Coverbild, Bild, Coverbild, iPhone, DVR, Remote iPhone. Okay, Taste. Jetzt kommt also die Beschreibung von der App. DVR, Remote ist eine Smartphone-App. Dies ermöglicht die Fernsteuerung des digitalen Diktiergeräts LSP5 von OM Digital Solutions. Dadurch können Aufnahme, Wiedergabe und diverse Einstellungen des Rekorders über Bluetooth genutzt werden. Ersten Aufzeichnen Sie können über Bluetooth aufnehmen, wiedergeben und den Aufnahmepegel anpassen. Der Aufnahmepegel ist über eine Pegelanzeige von einem entfernten Standort aus einstellbar. Indexmarkierung kann an beliebiger Stelle der Aufnahme eingefügt werden. Dies ermöglicht eine schnelle Suche der Datei und Wiedergabe, zweite Wiedergabe, Wiedergabe, Stopp, schnelle Überprüfung, schneller Vorlauf und schnelle Wiedergabe sind möglich. Für eine bequemere Wiedergabe kann während der Wiedergabe eine Indexmarkierung hinzugefügt werden. Nicht nur die neueste Datei, sondern jede Datei im Ordner kann leicht mit Indexmarkierung gefunden werden. Dritte nützliche Funktion mit der DVR. Remote App können Sie Dateinamen bearbeiten, neue Ordner erstellen oder Ordnernamen umbenennen. Dies erleichtert das einfache Auffinden von Dateien. Sie können es verwenden, während Kopfhörer oder Lautsprecher mit einem Bluetooth-Gerät verwendet werden. Dadurch kann der Aufnahmepegel angepasst werden, während die Aufnahme über Bluetooth-Kopfhörer überwacht wird. Oder geben Sie die Datei mit Bluetooth-Kopfhörern oder Lautsprechern wieder. Recorder LSP5. Genau, also hier ist auch nochmal gesagt, dass nur der LSP5 funktioniert. Ja. Such Cover Bild. Bildschirm Cover Bild. Such öffnen Cover Bild. Sprache Such öffnen. Taste. Genau, wir öffnen die App jetzt mal. Öffnen. DVR. Remote. Kopplung. Überschrift. Genau, und schon sind wir in der Kopplung und jetzt. Vorbereitung der Rekorder. Drücken Sie die Menü-Taste am Rekorder und wählen Sie Gerätemenü größer als Bluetooth, größer als Smartphone-App, größer als Kopplung. Die Bluetooth-Information wird auf dem Bildschirm des Rekorders angezeigt.
Jo, das heißt, man würde jetzt auf Suchen gehen. Suchen, Taste. Ja, würde am LSP5 alles so eingeben, wie das gerade gesagt wurde. Man geht dann auf Suchen. Rekorder werden gesucht. Genau, Rekorder werden gesucht. Das sagt die App sogar. Also das sagt VoiceOver sogar. Das finde ich sehr gut. Benachrichtigung. Es wurde kein Rekorder gefunden. Ja, hätte mich. Prüfen Sie Ihre Rekordereinstellungen. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn die App jetzt einen Rekorder gefunden hätte. Dann wäre ich sehr verwirrt gewesen. DVR. Remote schließen. Genau. Also jetzt wisst ihr so ungefähr, jetzt habt ihr ungefähr mal gehört über den Olympus hier, 720, wie die App so zu bedienen ist. Also wenn sie so bedienbar ist, wie es jetzt gerade klang, dann super, dann steht uns wirklich eine gute Zukunft bevor. Also mit dem Rekorder steht einem die Welt oder liegt einem die Welt zu Füßen. Also und wenn man die Aufnahme dann auch noch aufs iPhone irgendwie kriegt oder sie wird synchronisiert, ich weiß es ja nicht, aber bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja, ich hoffe ja, dass die App auch noch für die Apple Watch kommt. Das wäre natürlich auch sehr geil, ne? Also wenn man dann mit der Apple Watch sein Gerät bedienen könnte. Also ja, das ist wirklich eine tolle Zukunft und vor allen Dingen, es geht auch ohne, ne? Also man kann dann auch, ich hoffe ja, wie gesagt, dass das Gerät sprechen kann. Das haben wir ja immer noch nicht rausgefunden. Aber Wahnsinn. Also das sind wirklich tolle Nachrichten und was soll man dazu noch sagen? Darauf ein Wasser. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass in dieser Woche noch oder in der nächsten Woche auf jeden Fall noch ein paar Informationen auftauchen. Schauen wir einfach mal. Erstmal das Wasser austrinken und dann war es das ja schon mit der Folge eigentlich. Also mehr habe ich nicht zu erzählen, mehr ist auch nicht passiert heute. Achso, und ich habe jetzt noch gelernt, wie man die Registration Memories bei dem Keyboard PSRS X600 löscht. Darüber haben die nämlich auch heute geredet. Ja, wie macht man das? Man schließt erst das Keyboard am Strom an, ganz normal, natürlich. Dann drückt man den Anschalter und kurz nachdem man den Anschalter gedrückt hat, drückt man die Taste H, also ganz rechts die zweite. Also von den Spieltasten jetzt, ne? Also von der richtigen Keyboard-Tastatur. Ja, das fand ich ein bisschen merkwürdig, also dass man mit der Keyboard-Tastatur des Keyboards gewisse Funktionen steuert. Also das ist mir wirklich sehr, fand ich wirklich sehr merkwürdig. Aber gut, jetzt würde mich natürlich interessieren, was man mit den anderen Tasten, also mit allen anderen so steuern kann, mit und vor allem in Kombination mit der An- und Aus-Taste. Ja, also wer weiß, was da noch möglich ist. Wird also auch noch spannend. Ja, aber der Olympus oder vielmehr der LSP5, sagen wir einfach mal LSP5, ist mir natürlich wesentlich wichtiger und ja, wobei im Zusammenspiel mit dem Keyboard dann, Keyboard anschließen und dann mit dem iPhone das Gerät steuern, boah, da war geil. Also das war wirklich cool. So. Mein Becherchen ist leer. Ja, das war auch eigentlich alles, was ich euch Neues berichten kann. Aber wir haben ja erst Montag und
ja, es kann ja noch viel passieren. Ja, mal gucken, ob OM-System noch ein paar Informationen rausrückt. Wäre natürlich schön. Und vor allen Dingen, ob wir mal Soundbeispiele bekommen. Ja, durch Kohlensäure muss man natürlich erstmal rülpsen, aber das ist ja so normal. Ne? Mia meckert mal wieder. Was ist los, Mia? Was hast du denn? Du hast doch zu fressen. Hm? Mau, ja. Was denn, Dicke? Hm? Da müssen wir mal streicheln, damit es ein bisschen Ruhe gibt. War Mia? Ja. Genau. Mau, ja. So hätte ich jetzt auch gesagt an der Stelle. Dann wollen wir sie mal streicheln. Ha, Dicke? Was denn? Na komm her. Was ist denn los? Was hast du? Ja, was ist denn los, Dicke? Was ist los, hä? Ja, fallen. Na, wo ist dein Schüsselchen? Ja, hier. Guck mal da, Dicke. Hier. Ja, du hast ja dein Schüsselchen Trockenfutter noch. Der extra nicht so viel gegeben, ne? Weil du ja nicht so gern Trockenfutter isst. Morgen gibt's ja Nassfutter, ne? Ja, morgen kriegst du wieder Nassfutter. Ne? Ja, meine Süße. Ja, ja, guck mal her. Was ist los, Dicke? Hm? Ja. Ja, meine Süße. Und schon frisst sie. Fein, Mia. So ist fein. Schön fressen. Fein hast du das gemacht. Ja, jetzt steige ich mal runter vom Stuhl, weil ich will nicht die ganze Zeit auf dem Stuhl stehen hier. Muss ja nicht sein. So. Ja, noch müssen wir ja den Kameraadapter und alles anschließen. Aber ich hoffe, dass das bald der Vergangenheit anhört, wenn ich dann den LSP5 habe und das alles kabellos machen kann. Das wäre natürlich optimal. Ja, dass der sich mit dem iPhone irgendwie synchronisiert oder so, das wäre natürlich, wenn man die Aufnahme, dass man die dann gleich irgendwie drauf hat. Also das wäre sensationell, würde Carla Kolunda sagen. 22.15 Uhr. Ja. Gut, jetzt setze ich mich hin. Hier ist auch die Mieze, aber das macht ja nichts. So. Telefon stellen wir mal rein. So. Drin haben wir es. Gut, dann suche ich jetzt mal nach allen, ja, was ich brauche. Was brauche ich denn alles? Ja. Die haben so viele. Ah, Mia geht aufs Klo. Sehr schön. Ja, so ist es, Leute, von heute. Schauen wir mal, das sehen wir schon. Okay. Dann beende ich jetzt mal die Aufnahme. Und das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 513. Ja, die DVR Remote App für den LSP5. So wird die Folge wahrscheinlich heißen. Ja, dann hören wir uns in der Folge 514. Bis dann. Ciao, ciao.